Hallo liebe Minecraft-Freunde von nah und fern und willkommen in einer weiteren Folge Minecraft Captive 4 Folge 20. Ja, wie wir sehen, unser Kaktus, den wir da bekommen haben, ist gewachsen und gedeiht. Ja, so lange habe ich extra gewartet. Ja, guck mal, der sticht sogar, der Kaktus. Und Leute, den baue ich natürlich sofort ab. Ja, da kann er jetzt erstmal weiter wachsen fröhlich und hier werden wir sofort auch Kaktusgrün herstellen. Zack, dann ist das Ding schon mal im Ofen drin und jetzt gibt es endlich mal wieder so ein bisschen Erfolg. Und ja, da freue ich mich natürlich riesig drüber. So, wollen wir mal gucken, was passiert? Wie viel kriegen wir raus? Einmal kriegen wir raus. Auf jeden Fall hatten wir Zyan gehabt. Das heißt, es ist gemischt. Einmal Lapis, einmal... da haben wir auch schon den Lapis. Einmal Lapis und einmal das Grün. Das müsste theoretisch eigentlich den Farbstoff... Zyan geben. Ja, Türkis haben wir auch. Einmal brauchen wir. So, dann holen wir uns Ton. Also es geht gleich komplett los hier in der Folge. Ihr merkt schon, ich bin richtig geil drauf, endlich wieder mal einen Erfolg hinzubekommen. Auch wenn es nur ein kleiner ist, aber immerhin. So, dann probieren wir das. Zack. Drei Stück brauche ich. So, jetzt bin ich aber mal gespannt, Freunde. Gehe ich auch gleich mal nach oben. Da ist er. So, und irgendwo zwischen den Dingern, da ist er. Der muss weg. Eins, zwei, das soll übrigens Türkis sein. Also, das sieht mir auch alles andere aus als Türkis, aber okay. Monument complete. So, fertig. Prima. Und gehen wir gleich mal gucken, was wir bekommen haben. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ja, wo haben wir denn da was? Da ist was. Was ist es? Was ist das denn? Nein! Ein Creeper habe ich bekommen! Nein! Oh, was ist das denn? What? Also, ich sag euch, grün Creeper, ja, es läuft, würde ich sagen. Mann, 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 Mann. Immer vorsichtig sein, Leute, was man da macht. Da oben ist auch noch was. Oh, aber ordentlich erstmal was zerstört hier. Das hat so ja die Schafe weggefetzt. Ich schau mal gerade, wie groß der Schaden ist, der hier passiert ist. Also ich glaube, Kühe sind draußen. Okay, haben wir mal... Boah, ey, was ist da denn passiert? Die Kühe schauen nicht schlecht, da sind zwei drin. Mache ich auf jeden Fall zu hier, dass die beiden da drin ist. Den Rest, den könnte man theoretisch schlachten. Ein Schaf hat's erwischt. Hier machen wir auch zu. Holla die Waldfee. Holla die Waldfee. Was ist da hinten passiert? Da sind auch noch mal ein paar Kühe ausgebüxt. Okay, die können aber sonst nichts weiter machen. Mein Gott, nee, das war aber gerade Action hier. Der Block ist noch erhalten geblieben, das ist gut. Ja, dann mache ich mal hier mal eben begradigen, würde ich sagen. So. Verdatteln wir das mal. Okay, die kommen da automatisch raus, wie es mir scheint. Wow. Wah, wah, wah. Ja, naja, mein Gott. Puh, also richtig Action gleich und das am Anfang einer Folge. Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte jetzt auch so ganz gemütlich, ja, hier, ne, so und dann... Mein lieber Herr Gesangsverein. So, okay. Aber... Wir sehen selber, läuft weitgehend. Da unten ist jetzt eine Kuh noch eingesperrt, glaube ich, ist nicht weiter dramatisch. Ja, das können wir jetzt so lassen. Das waren die Pilzkühe, die beiden sind wichtiger. Den Rest, den werden wir eh früher oder später schlachten. Brauchen wir ja für Leder. Nether ist zu, da können sie auch nicht hin. Ja, hier die Geschichte. Ja, da ist jetzt auch nicht so viel passiert. Das war das jetzt hier mit den Bahnschienen. Die brauchen wir ja nicht, weil den Erfolg, den haben wir ja schon gemacht. Ja, Creeper sind nach wie vor gefährlich.
krasse Scheiße hier. So, haben wir das aber erstmal weitgehend wieder hingekriegt. Ich leuchte auch nochmal ein bisschen aus. So. Okay. Ja, und hier, da ist auch weggesprengt. Und da unten geht's ja zu unserer... Ja, da geht's ja eh runter. Hallo Kuh, lass mich mal dahin. Naja, jetzt haben wir hier halt die Kühe hier unten. So. Gut. Wow, Alter, ist ja krass hier, was da abging, oder? Meine Fresse, nee, ey. Zwei Creeper. Die sind ordentlich detoniert. What the fuck, ey. Krass, nächstes Mal nehmen wir die Katze mit nach oben. Da hauen die Creeper dann aber ab. So, aber wir haben irgendwie Tränke bekommen. Und zwar, was haben wir denn bekommen? Verweiltrank der Regeneration. Das haben wir insgesamt zweimal bekommen. Okay, und wir haben einmal Schnelligkeit 2 bekommen. Also da können wir durch die Gegend flitzen. Ist die Überlegung, wo wir den Trank einsetzen werden, überlege ich mir gerade Enderdrache. Könnte interessant werden. So, dann haben wir noch mehr Schneebälle bekommen. Auch gut, wofür? Keine Ahnung, aber wir sammeln sie erstmal. Können wir vielleicht Schneegolems irgendwann draußen bauen, nach wie vor. So, was ist noch neu dazugekommen? Einmal der Farbstoff, den brauchen wir nicht mehr. Wo ist er? Ton und so ein Zeug haben wir hier unten, wie gesagt, sammeln wir. Jetzt müssen wir eh erstmal warten. Türkis gebrannter Ton brauchen wir definitiv nicht mehr. Gebrannten Ton müssen wir jetzt wieder abwarten, bis wir das Grün haben. Gelbe Wolle, das ist das vom Schaf. Ich pack die mal hier rein, Leute, ja. So, ein bisschen Glas ist dazugekommen. Haben wir auch schon dreimal. Okay, 32. Können wir Tränke mitmachen, wenn wir wollten. Ja, ein bisschen Erde ist dazugekommen. Auch nicht verkehrt. Fichtenholz wurde weggesprengt. Können wir ja mitnehmen. Hier ist nochmal ein bisschen, was wir da braten können. Naja, gut. Weitgehend ist jetzt nicht so viel passiert. Wäre ärgerlicher gewesen, wenn das alles hier bei uns unten an unserer Base explodiert worden wäre. Gut, Knut, dann geht's weiter runter, würde ich vorschlagen. Ich nehme mir mal kurz ein bisschen Kabel mit, falls wir uns irgendwo langstecken müssen. Hier passiert ja nicht mehr viel. Und deswegen gehen wir jetzt mal ein bisschen runter, check mal hier die Lage aus, wie es aussieht. Katze lassen wir oben. Den Deer. Wo ist eigentlich der Deer? Haben wir den verloren? Frag mich mal. Keine Ahnung, ich dachte mal, ich hätte einen Deer bei. Weil wir wollten uns ja eine Falle bauen. Und so langsam oder sicher können wir das auch mal machen. Bietet sich ja hier an. Wassereimer habe ich bei, ja. Überlege ich gerade, Falle bauen. Oder machen wir es nächste Folge. Vielleicht auch nächste Folge. Ich will erstmal nochmal genau, ich wollte nochmal ganz nach unten. Und zwar da, wo der Erzeraum ist. Da würde ich ganz gerne nochmal rein. Um mir nochmal zu schauen, ob wir da nochmal ein bisschen Eisen uns stibitzen können. Jetzt das ist der Crafting Table. Wunderbar. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Hier geht's runter. Jetzt da lang. Ja, zum Glück haben wir das hier mal so ein bisschen aufgeräumt. Mein Schwert ist kaputt. Mein Schwert ist kaputt. Mein Schwert ist kaputt. Jetzt folgt er mir auch noch, aber vielleicht gar nicht mal schlecht. Das ist nämlich ein Villager-Zombie. Und wenn ich Glück habe, kriegen wir jetzt gleich einen neuen Erfolg. Ja, komm mal mit. Brauche aber trotzdem erstmal ein Schwert. Und jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ich hier überhaupt lang muss. What? Wow, da ist ein Spawner. Aber den habe ich zum Glück ausgeleuchtet. Oh no, Alter. Was ist denn hier schon wieder los? Nein, ich will hier weg. Oh. Oh. Wo muss ich denn überhaupt lang eigentlich? Hier muss ich lang. Okay. Meine Fresse. Eine Aufregung hier in Minecraft immer. Kommen Sie mal mit, Freundchen. Kommen Sie mal mit. So. Oh, jetzt rennt er aber. Ja, und jetzt hoffe ich, dass ich ein bisschen Vorsprung habe. Weil dann würde ich sehr gerne den mal einen Diamanten zuwerfen. Vielleicht habe ich Glück und der hat Bock auf den Diamanten. Das wäre wirklich super. Ich glaube, ich bin in der Sackgasse. Nein, hier geht's nicht lang. Kuppel, lass mich mal durch. Ich muss hier durch. Nein. Hier hin. Kommen Sie mal mit hier. Zombie, kommen Sie mal mit. So, spreche ich schon mit Zombie, ich werde bekloppt. So, jetzt hier lang. Nee, Gott. Ich bin schon wieder in der Zwickmühle. Oh, ich muss hier irgendwann mal zumachen. Wo geht's denn jetzt hier hoch? Fuck.
Irgendwo muss es doch hier hochgehen. Ey, das darf doch wohl nicht wahr sein. Hier sind diese Gänge. So. Erstmal Pause. So. Das esse ich erstmal. So, wieso geht das da jetzt nicht? Wo ist der jetzt hin? Habe ich den Diamanten bei? Sag mal, wo ist denn der Dia? Ich hatte doch die ganze Zeit einen Dia bei. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Jetzt habe ich den hier eingesperrt, glaube ich. Habe ich ihn eingesperrt, ne? Ja. Gut, dann leuchte ich mal eben aus. Der muss ja hier dann irgendwo sein. So, jetzt, wo geht's denn hier hoch hier? Fucking hier, ey. Fuck, Alter, wo geht's denn hier nach oben? Hier geht's hoch, ne? Ne, da ist die Monsterfalle, ja. Ja, das ist hier eindeutig zu kompliziert. Der muss mal eben weg. So, der Heini, der rennt da hinten rum. So, das heißt, hier mache ich jetzt auch mal eine Fackel hin, dass wir wissen, dass wir da hoch müssen. Da geht's zu denen hier, hier geht's so hin. So, jetzt hole ich den Dia. Ja, wenn wir Glück haben, Leute, kriegen wir jetzt gleich den Erfolg. Das ist zumindest so ein Villager-Zombie, also ein infizierter Villager. Und der könnte uns tatsächlich behilflich sein. Das war hier... ja. Das ist aber... Das ist aber auch ein... Also ich muss unbedingt die Treppen auch früher oder später mal bis nach unten ziehen. Das ist ja furchtbar. So, gib mir mal einen Dia. Einer reicht. So, und gleich wieder runter. So, ich weiß jetzt ja, wo das war. Das ist ja hier gleich. Eigentlich wollte ich ja ganz nach unten gehen, aber nur gut. So, hier Zombie-Falle. Und den haben wir ja da eingesperrt, den Knilch. Wo ist er denn? Ja, man hört ihn. Ja. Da ist er. So, pass auf. Und nun, wie machen wir das am besten? Ich muss mal kurz überlegen. Ich sehe den noch nicht mal. Ich dachte, der wäre jetzt hier. Da ist er. So. So, Freundchen. Und nun probieren wir mal was. Jetzt mache ich mal so. Hallo. Jetzt haut er ab. Jetzt erzähl mir nicht, der nimmt den nicht auf. Der nimmt den nicht auf, Freunde. Na toll, und jetzt stirbt er mir hier weg. Hier, diese ganze Aufregung völlig umsonst. Ey, what the fuck, ey. Ich glaube, ich spinne, ey. Oh, ey, das gibt's doch alles nicht. Mal sehen, was ist hier los. Vielleicht versuchen wir es hier auch noch mal. Da sind jetzt auch zwei. Ich werf den da mal einfach mal fröhlich rein. Da. Dir. Na? Gucke mal. Nimm mal dir. Dass die Zombies den nicht wollen, also das ist mir wirklich ein Rätsel. Irgendwo mache ich da was falsch oder das ist tatsächlich so programmiert worden. Ich hab's keine Ahnung. Echt nicht. Fuck, fuck, fuck. Ja, wollen wir einen Durchlauf warten? Dann nehme ich die Fackel mal weg. Na, der ist es auch nicht. Der kann eigentlich gleich weg hier, weil der nimmt den nicht auf. Mal sehen, was jetzt mit dem nächsten ist.
Na, nimmst du es? Ne, der nimmt den auch nicht. Oh, fuck. Also ich werf den da extra hin und... Die haben heute anscheinend Sommerpause oder was? Was ist da los? Hallo? Jetzt? Ja, jetzt kommt hier so Tena. Ja, die mag ich ja. Die habe ich ja auch mit Weisheit. Oh, hör bloß auf. So. Na? Komm. Hallo? Hallo? Nee. Schade. War echt wieder schade hier. Jetzt esse ich schon Gammelfleisch. Der Satz mit X, das war wohl nix. Okay, dann geht's weiter runter. Komm. Aber hier gibt's wenigstens ein paar Erfahrungskügelchen. Der war doch gerade schon wieder so ein Zombie-Villager, oder? Habe ich das gerade richtig gehört? Ich mache ja übrigens mal zu, weil das ist mir hier zu. Bloß, da hängt einer ab. Der hier, Freunde, der könnte das nehmen. Ne, ich glaub, ich spinne. Jetzt hat der mich hier kaputt gemacht, der Kleine. Ey, das gibt's doch gar nicht. Das ist ja wirklich, heute mal ist ja wieder Wurm drin hier. Jetzt stehen hier Kühe, also ich, das ist ja wirklich... Also heute ist hier wieder mal absolut der Wurm drin in dem Ganzen. Aber dermaßen krass, dass ich mich frage, was geht denn hier ab? Also, das ist ja nun mal wirklich hier die Krönung. Freundchen! Das ist ja hier, das ist ja, komm, jetzt aber, reißen wir uns mal ein bisschen zusammen. Habe ich hier auf Hardcore gestellt oder was? Das ist ja furchtbar. Was ist denn da los? Das ist ja peinlich. Das hat doch bis jetzt so gut geklappt. Oh, das... Na komm, explodier. Ja, komm, explodierst du mal ein bisschen. So. Was ist ja hier gerade mit den Monstern hier? So, das war's jetzt aber. So. Wo ist der Dia da? Weil den werfe ich da jetzt erstmal hoch. Das ziehen wir uns gleich mal wieder an. Die hat schon gut mitgenommen, die Rüstung. So, wo ist der Dia? Da. Da ist der Dia. So. Da habt ihr ihn. Nebenbei mal einen Fisch essen. So. Jetzt aber, komm! Komm her hier. Hol ihn dir. Da wird doch wohl irgendeiner mit bei sein, der da Bock drauf hat. Ja, du nicht, ich weiß. So, der nächste. Der ist es nicht. Der will auch nicht. Na? Oh Gott. So, jetzt haben wir von dem Kleinen erstmal Ruhe. So, hier esse ich mal schnell einen Fisch. Na komm, jetzt aber. Ja, soweit funktioniert das schon ganz gut. Ich hoffe nur, dass die den jetzt hier... Na? Hat der was in der Hand gehabt? Ich hab's nicht gesehen. Ja, das wäre ja klasse, Mensch. Oh, hallo. Nee, der hat nichts in der Hand, aber... Es hat nichts zu sagen. Vielleicht. Ja,
Aha. Weil eine Falle bringt jetzt ja auch nicht wirklich etwas, also. Okay. Ja, leider ist das Huhn mit drauf gegangen. Na, wie sieht's aus, Keule? Hast du Bock auf dir? Er hat auch keinen Bock auf dir. Ja. Da kommt ein Creepy. Da ist er aber weggeflogen. Habt ihr gesehen? Krass. Schön. So, da haben wir erstmal... ja, Fackel. Ja, also es hat jetzt erstmal nichts weiter gebracht. Also ich würde vorschlagen, weiter runter erstmal gucken wir mal, was wir da unten reißen können. Wahrscheinlich noch mehr Blödsinn, als was wir schon eh schon gemacht haben. Ja, wunderbar. Mal ein bisschen Action hier von der Seite aus, okay. Ist auch auf jeden Fall zu dunkel. Müssen wir heller machen. So, weiter runter. Hier runter. Nochmal lieber was essen. Okay, was ist das hier? Ah ja, okay. Hier sind wir ja zuletzt stehen geblieben. So, einfach mal gucken, was da unten noch ist, Phase. Genau hier, dieser Raum, den hatten wir ja noch gehabt, diesen Winterraum. Da wollten wir ja auch nochmal uns erkundigen, was man da machen kann. Aber erstmal, wie gesagt, die Erze. Wir brauchen definitiv eine neue Rüstung. Und da macht sich natürlich, da ist wieder Zombie-Alarm angesagt. Okay. Aber interessiert mich jetzt auch ehrlich gesagt weniger. Hier haben wir jetzt eine Treppe runter, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, super. Ja, hier müssen wir echt dann mal gucken, was damit noch auf sich hat. So. Und ich will mal nach unten zu unserer Base. Weil da würde ich ganz gerne noch ein bisschen farmen gehen. Genau. Hier ist die Mine gewesen. So. Ah ja, hier sind wir, genau. So, da machen wir zu. Da ist das End. Da müssen wir uns auch noch drum kümmern. So, und hier wird es jetzt interessant, weil hier wollen wir letztendlich die nächsten Sachen erledigen. So, wie sieht's denn hier aus? Was ist denn? Guck mal, da unten ist ja noch so dermaßen viel. Und das sieht gut aus. Also das will ich auf jeden Fall alles nochmal ein bisschen besser ausleuchten. Da oben sind noch Erze. Auch das will ich auf jeden Fall nochmal überprüfen. Das heißt, das nächste, was wir machen werden, ist auf Kohle zu gehen. Ups, da werden wir angeschossen. Wo bin ich denn hier eigentlich runtergegangen? War das hier? Nö. Ich dachte, wir hätten hier einen Weg. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Da war es nicht. Dann baue ich mich hier runter. Nämlich da und da. Okay, da ist... Problem schon gesehen. Ach du Scheiße. Problem schon gesehen. Okay. Weitgehend erstmal unten. So, hier ist ausgeleuchtet. Das ist prima. Da ist die Kohle. Weil hier muss auf jeden Fall noch ausgeleuchtet. Freundchen. Da ist die Kiste. Da waren wir ja schon drin. So, und ein bisschen ausleuchten hier halt, ne? Machen wir hier mal hin. Ach, nee. Ja, die freuen sich hier aber wirklich, doch. Schön, da gibt's erstmal einen neuen Dia. Hier hin. Jetzt reicht mir das aber hier mit euch. Ihr geht mir auf den Sack. So, jetzt leuchte ich hier erstmal aus hier. Da ist ein Emerald, den nehme ich mit.
So, Freunde, jetzt sind wir nämlich soweit erstmal hier. Jetzt haben wir alles schön ausgeleuchtet. Oder wir sind gerade dabei, das schön auszuleuchten. Ja, wir werden in der nächsten Folge hier erstmal die Kohle mitnehmen. Die hier ist, kommt. Da ist eine Kiste. Kommen wir denn da schon ran? Also, das können wir ja eben nochmal schnell mal überprüfen. Ich glaube zwar nicht, dass wir da rankommen, obwohl, könnte sein. Kommen wir da ran? Da ist eine Kiste. Haben wir eine Kiste bei? Eine Kiste haben wir nicht bei. Wir können uns aber eine Kiste craften. Will ich das? Will ich das nicht? Ja, will ich. Ich will jetzt wissen, was da drin ist, Leute. Das können wir gleich nochmal gemeinschaftlich mal kurz mal überprüfen. Ich dachte, ich hätte mal eine Kiste mal mitgenommen, aber dem war nicht so. Aber dann craften wir uns eben eine. Vielleicht haben wir ja Glück und da sind irgendwie noch nützliche Sachen drin, die wir brauchen. Ah! Zuckerrohr! Leute, da ist Zuckerrohr drin. Und Fackeln. Ja, Fackeln brauche ich auch, davon mal abgesehen. Aber Zuckerrohr ist ja noch geiler. Ah, wie geil ist das denn? Zuckerrohr, Zuckerrohr. Leute, was das bedeutet, ist ja wohl klar. Wir bauen hier auf jeden Fall jetzt Zuckerrohr an, weil jetzt können wir tatsächlich auch Erfolge machen. Eigentlich wollte ich mich ja um die Erze da unten kümmern, weil ich Eisen haben wollte und Kohle für Fackeln. Aber das ist natürlich auch ein Argument. Also das ist natürlich auch geil. Zuckerrohr haben wir ja die ganze Zeit gesucht, wie Bekloppte. Und warte mal, schnell mal die Fackeln hier positionieren. Gut, dann müssen die Erze jetzt halt erstmal warten. Das lassen wir einfach da drin. Oh Gott, bin ich aufgeregt? Bin ich aufgeregt? Ich bin aufgeregt, Leute, ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Ich bin richtig aufgeregt. Das müssen wir nur noch irgendwie sicher nach oben kommen. Wo ist denn hier überhaupt oben? Wo ist unten? Da hinten. Hierhin, hierhin. Dahin, dahin. Dahin, hier ist verdammt dunkel. Noch. So. Dahin, 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 dahin. Dahin, dahin. Hops. Hops. Ey, das ist ja mal geil. Also das lasse ich mir jetzt gar nicht nehmen, jetzt mit dem Zuckerrohr. Das finde ich ja mal richtig cool. Achso, Mensch, wir müssen ja noch hier die... Quatsch. So. Abgefahren. Das ist ja mal wirklich abgefahren. Ist da noch was drin eigentlich? Nee. Ist hier irgendwas noch zum Mitnehmen? Ich lasse es einfach mal unten. Zuckerrohr. Leute, da war Zuckerrohr. Ich fasse es nicht. Das haben wir doch die ganze Zeit gesucht, Zuckerrohr. Und haben uns gewundert, wieso ist da nichts und so. Und jetzt haben wir das da einfach mal so nebenbei. Willst du jetzt vielleicht... Hallo? Einfach mal so Zuckerrohr gefunden in der Kiste. Finde ich cool, Leute. Finde ich richtig cool, weil jetzt können wir nämlich schön den Verzauberungstisch auch bauen und auch noch andere Erfolge machen. Das heißt, die nächste Folge, die wird sehr, sehr erfolglastig dann sein. Da freue ich mich riesig drauf, weil ich finde, es ist wirklich an der Zeit, mal wieder ein paar Erfolge zu machen. Wir eiern hier die ganze Zeit mehr oder weniger rum mit Misserfolgen. Und da ist ein Erfolg wirklich cool. Auch wenn die Folge jetzt gerade ein bisschen überzogen ist. Also ich glaube, jetzt wird auch wieder so, ups. Ich glaube, es ist auch wieder so eine halbe Stunde Folge. Aber das hat sich doch gelohnt, oder? Also da kann man jetzt sagen, was man will. Das war geil. Das war richtig geil. Da freue ich mich jetzt riesig, weil jetzt haben wir wirklich alles komplett. Nicht nur die Monumente können wir machen, sondern auch durch dieses Kaktusgrün. Sondern wir können jetzt auch richtig loslegen hier mit den anderen Sachen. Zaubertisch, den Erfolg, die Lüge können wir machen. Also auch schon mal zwei gute Erfolge. Dann hier Meister des Kampfes können wir machen. Also da ist einiges jetzt, was wir loslegen können. Das ist richtig cool. So, jetzt hier hoch, hier hoch, hier hoch. Zack. Mein Gott, nee, ist das hier verwinkelt. So, das schaffen wir noch 30 Sekunden. Komm, Leute, ansonsten muss ich abbrechen, weil dann haben wir wirklich halbe Stunde schon wieder voll. Das geht immer ratzfatz hier. So, hier sieht es aber gut aus. Jetzt hier hoch, jetzt da hoch, da hoch. Da ist schon wieder irgendein Zombie. Was ist eigentlich in der Kiste drin gewesen? Es war da was drin? Nee, die war leer. Okay, hier hin. Dahin, dahin. Dahin, dahin, so. Jetzt geht's hier hoch.
Nice, 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 nice. Zuckerrohr, endlich Zuckerrohr. So muss das sein. Freut mich, ich freue mich. Richtig geil. Ja, da müssen wir natürlich anpflanzen, ne? Ist klar. Hier hat der Zombie das weggesprengt, oder? War das hier? Ich glaube ja. Dann müssen wir hier mal kurz was setzen. Genau, da war der Spawner. So, prima. Also haben wir es geschafft, nach oben zu kommen auch. In Sicherheit mit dem Zuckerrohr. So muss es sein. Jetzt da hinten rum. Weil da hinten ist ja auch noch Zuckerrohr, aber das hätte ja ewig gedauert, bis wir da rangekommen wären. Deswegen ist das so schon, wie es hier ist. Und der Kaktus ist auch gewachsen, sehe ich gerade. Prima. Dann machen wir das auch noch in dieser Folge. Haben wir ihn, ja. So, dann können wir den auch noch gleich schmelzen. Packe ich sofort in den Ofen rein. Da ist er. So, Freunde, wir haben Zuckerrohr. Ich finde das so cool. So, den pflanze ich am besten auch sofort hier an. Da kann er ja wachsen. Das muss ja jetzt nicht zwingend auf Sand sein. Zack, der wächst natürlich auch hier. Und prima, den werden wir auf jeden Fall massenweise produzieren. So, Leute, jetzt ist aber wirklich Feierabend. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.